Machen wir mal so 100 Stück. Ich denke mal, das sollte dann erstmal ausreichend sein, dass wir noch einen kleinen Vorrat haben. Und vielleicht sollten wir uns dann auch ein Vorkommen suchen, was näher an unserer Base ist. Damit wir da auch was abbauen können. Dass wir zu unserer Base zurückkommen. Hier wahrscheinlich so ein bisschen längs gehen. Machen wir die beiden hier nochmal platt. Und schwimmen können sie auch. Aber können mich wohl nicht angreifen, wenn sie im Wasser sind. Gerade komme ich hier längs eventuell noch irgendwo wieder nach oben. Von den Viechern, weil auf die habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Nein, komme ich nicht. Da ist aber nur einer gewesen. Okay. Da kann ich mit leben. Ach Gott, das sind ja noch mehr. Ach du Scheiße. Das ist eine Schnecke. Die hätte ich natürlich gerne. Hilft nichts, dann müssen wir die Viecher platt machen. Dürfte ich jetzt hier vielleicht mal die Schnecke einsammeln? Pilze nehmen wir auch nochmal mit. Toll, Sackgasse. Sei denn. Ja. Ist tatsächlich eine Sackgasse, kommen wir nicht durch. Das Problem ist, hier durchzurennen, da siehst du wieder nicht, wenn hier irgendwelche Abgründe kommen. Noch mehr. Okay, wir gehen denselben Weg wieder zurück. Was haben wir hier? Kupfer.
Holz nehmen wir nochmal mit. So, Ruhe im Karton. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so eine große Rundreise machen. Aber gut. Manchmal ist das nun mal leider so. Ist das schon wieder dieser Fluss? Okay, das ist dieses tiefe Tal, wo wir da oben runter gesprungen sind. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie hochkommen. Da hinten sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Sammeln wir mal hier die Pilze nochmal ein. Das kann man bestimmt irgendwann mal wegsprengen hier. Mit Sprengstoff oder so. Okay, wir gehen mal hier längs hoch. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Noch einer. Drei Stück. Ist hier irgendwie irgendein Vorkommen? Sieht nicht so aus. Okay, wir wollten weiter hoch. Okay, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor hier. Ja, das ist gut. Okay, hier haben wir um den das Giftzeug drumherum. Ich glaube, die Absturzstelle hatten wir schon gemacht, ne? Das hätte böse enden können. Na und da sind wir wieder. Sehr gut. Komme ich da eventuell rüber? Ja, perfekt. Sehr schön. Gut, dann können wir das Caterium Wire erforschen. Mal in 20 Minuten. Okay. So, was macht denn unsere Stahlproduktion? Läuft. Sehr gut. Okay. Wir werden mal ein bisschen. Was haben wir hier? Pilze. Da habe ich noch mehr von den Pilzen.
kann auch mal mit weg. Das auch. Die Schnecken auch. Und ah, das Eisenerz. Kriege ich das hier mal rein? Ja, dann hat er ein bisschen Puffer. Dann kann er jetzt mal ein bisschen laufen hier. So, genau. Okay, perfekt. So. Hier muss ich noch 25 Rotoren machen. Habe ich das zusammen? Ja. Gehen ja zum Glück ganz fix. So, okay, dann können wir den nämlich auch mal hier einfach mal fertig machen. So, dann können wir nämlich hier genau aus der violetten Schnecken etc. die ganzen Dings machen. Hier müsste ich nochmal 25 machen. Und dann hätten wir die Meilensteine 3 und 4 fast abgeschlossen, ne? Mal gucken, ob die Rohre ausreichen, die wir auch im Inventar haben. Ja, das sieht aber gut aus. Perfekt. Müssen wir nur ein bisschen Kupferdraht von unten noch holen gleich. Den Rest hatten wir. Zack, okay. Der müsste eigentlich fleißig am Werkeln sein hier. Ja, guck mal, er ist schon fast wieder voll. Kann ich nicht reinschmeißen, weil die Rocket noch nicht wieder da ist. Okay. Ja, das läuft alles soweit. Strom haben wir. Die Teile sind alle da. Das passt also. Ja, dann würde es jetzt im Prinzip beigehen oder langsam anfangen, dass wir hier so mal ein bisschen anfangen zu optimieren. So die Rahmen, die Motoren, die Rotoren fertig machen. Aber dafür würde ich halt da würde ich gerne die Eisenvorkommen, die hier sind, alle mal upgraden. Das heißt, wir könnten unsere Stahlbarren
mal alle zu Stahlträgern machen. Das könnte ich ganz einfach mit dem Konstruktor einfach machen. Stehen wir einfach mal so mittig rein hier. Und dann machen wir hier mal stapelbares Förderband rein. Einfach so ganz hässlich, ganz in der Mitte. Geht das? Ne. So rum komischerweise ja. Okay. Aber dann läuft es verkehrt rum. Da muss es doch so rum. Oh, so rum auch gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wieso nicht genügend Freiraum? Productions, Constructor. Oh, das war jetzt völlig im Käse. Gebaut. Mal wieder. Trotzdem nicht genügend Freiraum. Irgendwas ist da, was stört. Dann bauen wir halt hier an. Dann ist das halt so, wenn er das anders nicht möchte. Vielleicht reicht das ja hier schon vom Platz her. Zement ist alle. Der Container immer noch nicht voll. Fast, aber. Das dauert aber schon lange. Okay, der Meilenstein, ja, unser. Dings ist wieder da. Dann können wir das gleich mal alles abgeben hier. Na komm. Zack, zack.
Zack. Und okay, dann haben wir den Meilenstein auch fertig. Dann fehlt uns nur noch die 4. Könnte passen. Ja. Oh. So, dann machen wir das Ganze bis hier. Jetzt läuft das Förderband verkehrt rum. Ist das, habe ich den verkehrt rum schon wieder gebaut? Orange Input. Ja, ich habe ihn verkehrt rum gebaut. Okay. Ich sag ja schon nichts. So, und du machst mir Stahlträger. 10 pro Minute nur. Das ist aber heftig langsam, ey. Lagercontainer. So, Strom habe ich hier noch frei. Okay, dann stellt der uns zumindest schon mal hier die Stahlträger her. Hier eine Schnecke reinmachen, lohnt das? Der läuft ganz schön schnell voll, ne? Der stellt her 30 pro Minute. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen mal zwei Schnecken. Mach mal eine hier rein. Dann macht der 45. Und eine hier rein. Das heißt, er macht den Stahl, den er produziert, den haut er auch komplett durch.